So, meine Lieben, heute zum Kochshow habe ich wieder den Waldo bei mir. Heute kochen wir unsere Fondue. Diesmal ohne Alkohol, sondern mit Wasser, Möhrensaft. Hier haben wir O-Saft und einmal schwarze Johannisbeer. Du kannst gleich wieder zum Käse wieder erzählen. Die Leute freuen sich wieder, was von dir zu hören, was das Thema angeht. Wir machen heute wieder vier verschiedene Fondues, wie gesagt. Und diesmal ein bisschen anders, mit mehr Fruchtanteil, mit ein bisschen mehr. Ich habe gerade Kartoffel im Ofen, dass wir die mal mit Kartoffel probieren. Ich glaube, die Kombination ist mega spannend. Also, wie gesagt, wir machen heute das Fondue mal ohne Alkohol. Und zwar eines, das ist für mich das ganz traditionelle Fondue mit Wasser. Weil in den Bergen, wie früher in der Schweiz, da gab es noch nicht wirklich Wein. Mhm. Da haben sie die einfach Wasser genommen. Das ist das eine. Und dann kommen natürlich die Kreationen von Anthony dazu. Genau, ich habe jetzt ein bisschen Knoblauch gerieben, hier in den zwei. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, das mit Wasser geht nur mit dem hier, mit dem Käse. Muss mir erklären, warum, wieso, weshalb. Also ich habe hier zwei Käse mitgenommen. Sind beides ganz alte Rezepturen aus dem 17. Jahrhundert. Oh, okay. Entwickelt wurden ursprünglich diese Rezepturen von Antoine. Antoine war ein Hirte in dem Kanton Freiburg, der eigentlich ein Käsekünstler war und sehr viele Käse entwickelt hat. Da haben wir einen cremigen Käse, der ist sehr, sehr weich, ne? Weich, sehr intensiv im Geschmack. Also muss ich mal an die Nase halten. Oh ja. ja. Und diesen Versuch, für das Fondue mit nur Wasser verwenden wir nur diesen cremigen Käse, weil der schmilzt sehr rasch und der schmilzt auch im Wasser sehr gut. Man braucht aber nicht viel Wasser, also das ist dann wirklich nur so ein bisschen und dann den Käse dazu. Aber ich muss sagen, die meisten kennen ja Fondue nur aus der Packung. Ja? Und wir haben ja das allererste Mal, wo wir das gemacht haben, war ja sensationell. Ist ja überhaupt kein Vergleich mit diesen fertig gekauften Gedöns. Das ist klar. Das Wichtigste beim Fondue ist der Käse. Und wenn der Käse nicht gut ist oder nicht top ist, dann ist das Fondue auch so ein bisschen zwischendurch. Ein Fertigfondue hat seine Berechtigung, weil man es ein ganzes Jahr auf die Seite tun kann. Aber schmecken tut es eigentlich nicht wirklich. Aber die Zuschauer fragen sich wahrscheinlich, wo kriege ich so einen Käse her? Ich meine, das sind ja alles spezielle Schweizer Käse. Gibt es die auch hier in den, sag mal so, in den Märkten, wo die Leute hier einkaufen? Ja, also die Schweizer Käse findet man eigentlich in jeder gut sortierten Käsetheke in Deutschland. Mhm. Ob das jetzt Edeka oder Rewe ist, die sind eigentlich gut erhältlich. Okay, das heißt, man hat keine Ausrede zu sagen, ich habe diesen Käse nicht gefunden. Ne? Man kann schon, es ist auch wirklich auch keine Arbeit. Okay. Manchmal findet man sie nicht, dann muss man auch fragen. Okay, perfekt, alles klar, super. Sehr gut. Dann tust du die mal klein schneiden. Ja. Ich mache ein bisschen Wasser. Denkst du, es funktioniert mit ein bisschen Knoblauch? Ja. Weil der ist ja schon wirklich von Geschmack her. Ja, wir machen sehr stark. Zuerst nehme ich den Hartkäse. Ja. Der ist auch von Anfang. Weil die anderen Käse, die mischen wir. Mhm. Ein bisschen von Anfang. Und vom Weichen. Ich teile ihn jetzt in der Mitte. Dazu braucht man ein größeres Messer. Wie alt ist dieser Käseleibchen? Dieser hier ist ungefähr 8 Monate gereift. Mhm. Oh ja. Das ist ein Winterkäse, man sieht das sehr gut, dass er ein bisschen heller ist. Mhm. Die Schweizer sind schon stolz auf die Käsekultur, ne? Ja, ja. Käse ist für die Schweiz ein sehr wichtiges Produkt. Wir essen sehr viel Käse, wobei auch die Deutschen sehr viel Käse essen. Ich habe gerade gelesen, dass der Deutsche pro Kopf, glaube ich, 24 Kilo im Jahr isst. Okay. Das ist doch schon ein Stück Käse, ja. Das stimmt. Aber der Hartkäse nimmt dann für die drei anderen, ne? Ja. Okay, super. Also wir machen eine Mischung, die drei anderen machen wir eine Mischung, ungefähr halb vom Hartkäse und halb von dem Weichkäse. Okay. Gut, dann gebe ich dir den wieder zum Reiben. So, ich schreibe die jetzt mal da rein.
Obwohl die auch nicht so hart ist hier, ne? Die hier. Ja. Die ist auch so leicht weich, aber die riecht, ja, die riecht wirklich gut. Ja, ist nicht ein extra Hartkäse, so wie hier dieser Hobelkäse, ja, der wirklich hart ist. Aber natürlich nie so weich wie der cremige Antoine. Würdest du nicht sagen, dass, also die meisten denken ja, ist es nicht zu schade, so einen teuren Käse für Fondue zu nehmen? Oder sagst du, wir nehmen immer nur das Beste? Also ich nehme eigentlich lieber nur das Beste, weil wenn ich schon Fondue esse, soll es auch schmecken. Sehr gut. Und das ist schade für die Zeit und die Mühe, wenn ich da einen Käse nehme, der nicht so gut ist. Ja, hast recht. Man nimmt ja dann auch ein gutes Brot oder gut schöne Kartoffeln dazu. Und die haben auch einen guten Käse verdient. Das stimmt. So, der wird einfach nur klein geschnitten, ne? Ja. Perfekt. Und da kann ich schon mal meine Sachen reingeben, ne? Meine Säfte, ne? Ja. Ich mach schon mal ein bisschen mit. Auch das Wasser schon rein zu geben. Ja. Wasser ist drin, ne? Ja. Einmal die Möhrensaft. Ein bisschen leicht warm machen. Die Möhrensaft habe ich hier. Dann die Äpfelsaft. Und einmal die rote Johannisbeere. Muss man auch übernommische Säure dazu geben oder sagst du, eigentlich grundsätzlich reicht das? Zu den Säften würde ich etwas Säure dazugeben. Jawohl. Vor allem schmeckt es auch sehr gut mit der Zitrone. Zitrone oder Limette? Wie du möchtest. Limette. Sensationell. Ich habe mich in diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, aber schon verliebt. Die halbe ist drin. Ja, kannst du mal die ein bisschen verteilen. Das war komplett oder erstmal nur fürs Wasser? Ja, verteilen ein bisschen. Ja. Ein bisschen über. Der schmilzt gut. Das ist wieder ca. 200 bis 300 Gramm pro Person, rechnet man. Wenn das Fondue ein bisschen zu dünn ist, zu viel Wasser hat, dann kann man ja immer ein bisschen Käse dazugeben. Okay. Umgekehrt kann man auch Wasser geben. Ja. So ist an. Du kannst mal ein bisschen mal so erzählen, so auf deine dort meinst du, bist in der Jury. Wie ist denn die Bewertung? Wie läuft so eine Käsebewertung ab? Nach was gehst du? Gehst du eher so nach, wie kreativ die sind oder bist du nur auf Geschmack oder? Ja, also man hat eigentlich meistens drei wichtige Kriterien beim Käse. Ja. Das eine ist das reine Aussehen, wie sieht er aus? Ja. Dann kommt der Teig, ist der fehlerfrei oder hat er zu viele Löcher, zu wenig Löcher oder ist er kaputt gegangen? Jeder Käse ist da ein bisschen anders, aber er sollte dem Typ entsprechen und dann kommt natürlich der Geschmack. Kann man der Geschmack ist für mich das Wichtigste am Schluss. Kann man bei den Käse mit Löcher bestimmen, wie Löcher reinkommen? Ja, also das ist immer eine Gärung. Mhm. Beim Emmentaler ist es eine bewusste Gärung, die herbeigeführt wird durch Propionsäure, die man zugibt beim Käsen. Der Käse wird dann auch warm gelagert. Also okay. Der kommt in ein warmes Lager, so wie ein Stück Brot. Okay. Und dann geht er auf. Ah, okay. Hier haben wir jetzt beim cremigen, der hat auch Löcher. Die sind nicht ganz so, die sind nicht ganz so regelmäßig, wie man das sieht. Ja. Aber das ist auch eine Propionsäuregärung. Die
nicht ganz so gesteuert ist. Also ich kommt einfach. Wie alt sind die jetzt? Wie viele Monate sind die? Also der cremige, der ist relativ jung. Der ist so 3, maximal 4 Monate. Okay. Und der andere hat 8 Monate, der Antwort. Okay. So, meine Lieben, das Ganze ist jetzt schön weich geworden. Schön geschmolzen. Schön geschmolzen. Können wir wieder abbinden mit der Stärke. Schau mal hier mal an. Machen wir ein bisschen Stärke rein. Ja. Ich gebe sie dir mal rüber. Jawohl. Schön verteilen auf alle 4. Sieht gut aus. Perfekt. Sieht gut aus. Kommt gut. Jetzt gut. Perfekt. Der sieht auch gut aus, oder? Ja, passt. Das ist der hier noch. Kartoffeln hast du schon vorbereitet. Ich schneide genau, ich habe einmal ein bisschen in Stücke. Die ganze Mal Grillkartoffel habe ich gemacht. Ja? Einmal die Süßkartoffel und einmal die Trüffelkartoffel habe ich gekocht. Die sind heiß. Die sind heiß, ja. Ja. Ja, machen wir mal so. Perfekt. Schauen, ob wir die auf eine Gabel kriegen. Ja, ich denke schon. Ja, aber zu groß. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Bitte schön. Danke. Was willst du gerne probieren? Also ja, ich probiere zuerst das mit dem Wasser. Ich muss das unbedingt das mit den. Ich bin echt überrascht. Mit der Möhre probieren. Mit dem Möhrensaft? Das ist wirklich, habe ich gerade probiert. Das sieht auch sehr schön aus. Ja. Und es sieht keine Fäden, wie du schon gesagt hast. Nein. Das spricht von deiner Qualität, von deinem Käse. Ne? Ja. Darf man so sagen, oder? Oder ist das arrogant? Ja. Nein, also wenn das Fondue Fäden zieht, dann war der Käse nicht gut. Überraschend gut. Geil. Wirklich. Also mit dem Apfelsaft ist auch sehr gut. Aber das probiere ich mal mit den Kartoffeln, ne? Ja. Und Schale ab. Was sagst du, Apfelsaft ist gut? Ja. Ich probiere mal die Möhre. Das sieht ja auch geil aus, ne? Wie der Käse sich komplett da umschließen, ne? Mit den sehr gut, gefällt mir echt. Das sieht schön, schön aus. Die. Und so wird das eigentlich traditionell gegessen, oder? Ja. Hier wird noch warm gehalten. Jetzt kommt es so auf den Tisch, ne? Ja, so geht es auf den Tisch. Sensationell. Wow. Es ist ganz wichtig, dass man unten ein Plateau hat, damit sich die Hitze gut verteilt. Ja. Sonst brennt es in der Mitte an. Also du kannst eigentlich jetzt den ganzen Tag, also eigentlich könntest du ins Büro gehen. Ja. Das sind dann mittags und bis abends futtern. Ja. Ich bin sprachlos. Also es ist wirklich sehr lecker, auch einfach nachzumachen. Wir haben ja vorhin, wie ja schon gesagt, ihr kriegt die Käsesorten eigentlich überall. Macht es mal selber, traut euch das selber mal zu. Und Ergebnis ist wirklich hervorragend. Du kannst Brot, Kartoffel, Gemüse, whatever. Könnt ihr auch Fleisch dazu machen? Oder Tofu, whatever, das würde auch passen? Fleisch, ja, also es gibt, wir machen auch Fondue mit Speck zum Beispiel in der Schweiz. Tofu, ja, geht auch. wieso nicht? Ja, also es ist ja wirklich sehr einfach zu machen. Wir können ja kurz ein Geheimnis verraten. Seit wann machst du eigentlich Fondue? Wie lange machen wir das schon? Ja, also du machst das erste Mal Fondue und die sind perfekt gekommen. Ja, das erste Mal mache ich tatsächlich. Also, du kannst ja sagen, es ist nicht schwierig, oder? Es ist überhaupt nicht schwierig. Ich bin total überrascht. Gute Produkt, Flüssigkeit ist man frei bei Wahl, ob mit Alkohol oder ohne Alkohol. Ohne Alkohol ein bisschen Säure mit dazugeben, ein bisschen frisch, bisschen tolles Brot, ein bisschen Gemüse. Und es ist ein mega perfekter Mittag, Abendessen bis zum Mitternachtssnack. Ja, also bin total überrascht. Sehr schön. Aber eins muss ich nur sagen, was mir heute wirklich am meisten imponiert hat, dass
oder auch beim nächsten Dreh, dass eigentlich alle Hartkäsesorten laktosefrei sind. Das ist für mich so, wo ich einfach sage, Dankeschön, das hat mir gefehlt. Ja, das gebe ich doch auch an meine Kunden weiter. Jetzt haben die keine Ausreden mehr, wenn wir denen etwas servieren, dann kommen die mit Laktose, gebe ich einen Hartkäse. Ja? Ja. Ja, einfach ein Hartkäse. Ein Fondue ist ein bisschen schwierig, so schnell zu machen, aber... Ja, wir haben ja gesehen, wie schnell das geht. Ne? Also, ja, also. Käse reiben, heiß werden lassen, ja. Beim Bedarf mit Stärke binden und fertig. Ja. So, meine Lieben, das war jetzt das Fondue, Teil 2, diesmal ohne Alkohol. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir viel... Nicht, nein, ist unfair. Hat mich mehr abgeholt, sag ich mal so, ja. Es war nicht besser, es war nicht schlechter, es war für mich einfach viel spannender, weil du einfach mit dieser Frucht, die du im Background hast und diese Süße und Käse, brutal. Also kann ich schon empfehlen. Und ja, es geht gleich weiter, gleich werden wir noch mehr über Käse wissen. Und ich glaube, Käse wird von vielen unterschätzt. Viele kennen Käse nur als auf dem Brot, aber wie man sieht, kann man mit Käse viel, 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 viel mehr machen. Und seid gespannt, was danach kommt. Bis gleich.